Mr. Mike. Yo, ist Mr. Mike. Heute mit einem sehr interessanten Thema, wie ich finde. Und zwar geht es um Armsleeves. Ich habe vor 5 Jahren ungefähr schon mal ein Video darüber gemacht. Damals über die Armsleeves von Bauerfeind, weil mit denen durfte ich ja nach Dallas fliegen, um dort gegen Dirk Nowitzki zu zocken. Wisst ihr das? Habt ihr das gesehen? Ich hoffe, ich habe es hier verlinkt. Sonst einfach auf YouTube suchen, Mr. Mike und Dirk Nowitzki. Da findet ihr ein paar Videos von. Jedenfalls, es geht um diese Armsleeves hier. McDavid. Die wurden mir gesponsert von Dunkshop. Unten in der Videobeschreibung ist der Link dazu, zu diesem Produkt und zum Store. Der Store ist wirklich einsame Klasse. Alles vorhanden, was das Ballerherz begehrt. Ohne Witz, Pferdepreise, genug geschleimt. Checkt es einfach selber aus und überzeugt euch selber. So sieht es nämlich aus. Ja, die haben mir das einfach so mitgeschickt. Einfach so, haben nichts gesagt, ob ich es testen soll oder sonst was. Einfach nur, ja, McDavid. Ich habe von der Marke wirklich schon öfter was gehört, wurden mir empfohlen, aber ich persönlich, es ist ja so ein Ding, meine Meinung, ich sage euch jetzt nur meine Meinung, meine Erfahrung mit den Dingern, ich bin davon wirklich überzeugt, dass sie helfen können, Schmerzen zu beseitigen, wenn du Schmerzen hast. Ich persönlich hatte noch nie wirklich Schmerzen, dass ich auf die Idee gekommen bin, dass ich sie brauche, verstehst du? Ich kenne das von früher zum Beispiel, lange ist es ja, wo ich versucht habe zu danken, mit dem Arm immer an den Ring gehauen oben und ich hatte wirklich eine krasse Zerrung am Oberarm. Das wäre damals wirklich die Situation schlechthin gewesen, wo mir diese Dinger geholfen hätten. Zum Beispiel jetzt, ne? Aber damals waren die noch gar nicht so populär und ich hatte auch gar keine. Daher, ja. Letztens war ich auch in Wien, bei Dunkshop nochmal, höchstpersönlich. Ich war tagelang, ja, 3 Tage. Ich war am Spazieren ohne Ende, ich bin nicht U-Bahn gefahren, sonst ich war immer zu Fuß unterwegs. Okay, einmal war ich in der U-Bahn, okay. Ich war sehr viel spazieren und ich habe es halt wirklich in der rechten Wade gemerkt, auch heute noch so ein bisschen immer wieder, Zerrungen. Ne? Ist einfach angespannt, es will sich nicht lockern, ich dehne mich natürlich auch nicht. Aber das wäre auch wieder so das Ding für Sleeves an den Beinen zum Beispiel, ne? Kompressionshosen, das ist ja so ein Ding. Und jetzt mal zum Verständnis, rein wissenschaftlich, ne? Medizinisch. Was machen diese Armsleeves? Wie können sie dir helfen? Es ist so, dass diese Armsleeves, sie drücken dich zusammen, verengen die Blutzirkulation und das Blut kann so leichter strömen. Ne? Jetzt mal zum Beispiel als Beispiel. Die Blutbahn ist klein, kann schnell durchfließen. Ne? Es geht schneller. Das Herz muss sich nicht so anstrengen, um den Blutkreislauf zu erhöhen, ne? Um den stabil zu halten. Ne? Umso größer er wird, umso mehr muss das Herz pumpen und arbeiten, um diesen großen Durchmesser, diesen großen Durchfluss zu schaffen. Ne? Man kann natürlich jetzt vom Gedanken, aber Mike, so fließt ja mehr durch, umso größer ist, ist klar. Aber du brauchst natürlich auch mehr Druck, damit es schneller fließt, verstehst du? Und umso größer es ist, umso mehr Druck, umso mehr Kraft, Power braucht das Herz, verstehst du? Also kannst du das Herz, den Blutkreislauf so entspannen, indem du das Blutgefäß kleiner machst, verstehst du? Und dabei helfen dir diese Dinge, verstehst du? Und ich ziehe jetzt einfach das Ding mal an. Weil hier bei McDavid ist mir auch aufgefallen, die haben was Spezielles zum Beispiel. Das hatten die vom Bauerfeind nicht. Die haben hier zum Beispiel am Ellbogen, für die Beine gibt es übrigens auch, dann hast du jetzt am Knie einen Polsterschutz, ne? Verstehst du? Also du kannst hier ordentlich Ellbogenchecks verteilen, ohne dass es dich wirklich stört, sondern nur deinen Gegenspieler, verstehst du? Da bist du wirklich gut unterwegs. Oder auch für Leute, die halt wirklich öfter mal auf die Fresse fliegen. Beim Basketballspiel zum Beispiel rutschen auf Parkettboden, ne? Wenn du auf Basketball den Ball hinterher hechtest, ne? Da bist du über jeden Schutz froh, da hast du halt wirklich keine Verletzungen oder Abrissspuren dann an der Haut. Kennt ihr da auch, oder? Das ist wirklich eine ekelhafte Verletzung, finde ich, weil das brennt tagelang, weißt du? Aber so, ja, bist du wirklich gut safe. Und jetzt zum Effekt. Ja, ich habe nichts, daher brauche ich es auch nicht. Und das ist das, worüber ich mich oft über andere, ja, lustig mache, muss ich fast sagen. Ich mache mich über Leute lustig, die jetzt zum Beispiel bei 35 Grad, 30 Grad im Hochsommer mit der vollen Ausrüstung daherkommen und dann überhaupt nicht den Effekt haben, weil diejenigen, die das dann oft auch haben, du merkst das schon, das sind keine Sportler. Ne? Du musst ja erstmal deinen Körper auf wirklich das äußerste Level treiben, damit dein Körper auch fertig ist, damit er angespannt ist, damit der halt sich regenerieren muss. Aber wenn du natürlich immer nur so ein bisschen Larifari dahin tust und trotzdem mit der vollen Ausrüstung daherkommst und so tust, als wärst du so der Hochleistungssportler, Sportler, ist das einfach ein Witz, verstehst du? Heutzutage ist es auch meiner Meinung nach
eine absolut krasse Modeerscheinung. Ne? Allen Iverson damals, schon Ende der 90er, hat damit angefangen. Er hatte auch Armsleeves, der hat es aber gebraucht. Hatte irgendwas mit dem Arm, das weiß ich noch. Dann hat er es angehabt und seitdem hat er es auch nicht mehr ausgezogen. Ne? Das ist ja dann auch so ein Effekt. Wenn du die Dinger anhast, du merkst, du spielst gut, die helfen dir. Dann hast du es vielleicht auch so als Placebo-Effekt, möchtest es gar nicht mehr missen. Verstehst du? Ist auch so ein Ding. Aber Iverson hat auch coole Dinger. Ein Schwarz mit seinem Allen Iverson AI-Logo drauf. Waren schon stylische Dinger, die hatte ich auch zu Hause. Vielleicht habe ich die auch noch irgendwo, aber ich habe sie nie angezogen. Ne? So imitieren wollte ich ihn dann auch nicht. Verstehst du? Das fand ich auch ein bisschen affig. Aber ich kann es verstehen. Heutzutage, es ist einfach so, dein Lieblingsspieler hat das an, du möchtest das auch, ne? Dein Lieblingsspieler hat die Schuhe an, seine eigenen Schuhe, wenn er welche hat, möchtest du auch, verstehst du? Das ist schon mal, ich denke mal, 70% aller Baller, Sportler, die das nutzen, haben das als Style-Faktor, verstehst du? Ohne wirklichen Sinn. Aber das ist ja dieser Punkt, ne? Es kann was helfen, aber naja, wie soll es dir helfen, wenn du es nicht brauchst, verstehst du? Weil du halt wirklich deinen Körper nicht ansatzweise dahin bringst, wo er halt wirklich eine Regeneration braucht, weil der Körper ist immer so, weißt schon, so voll entspannt, da brauchst du es nicht. Aber zum Regenerieren, sage ich auf jeden Fall, ist das wirklich eine sehr gute, effektive Sache. Ihr könnt mir natürlich jetzt auch sehr gerne Feedback geben, eure Meinung zu dem Ganzen, wie es bei euch ist, eure Erfahrung, wie sieht es aus, wenn ihr wirklich krass trainiert habt, ne? Ihr habt einen Muskelkater, weiß ich nicht, vom Bankdrücken, vom Sprinten, vom vielen Gehen. Alleine gehen, ne? Kannst du auch schon krass Muskelkater bekommen, wenn du nicht gewohnt bist. Ob ihr da Armsleeves, Kompressionshosen habt, ne? Helfen euch die? Oder fühlt ihr euch einfach nur sicher? Findet ihr es einfach nur schön? Weil schön finde ich es unten zum Beispiel eine Basketball-Short, ne? Eine Basketball-Short und unten drunter noch diese Kompressionshosen. So eine Leggings. Ey, das ist für mich, es sieht für mich absolut lächerlich und bescheuert aus. Aber ich bin auch ein Oldschool-Baller aus den 90er, verstehst du? Bei mir gab es das nicht. Bei uns gab es Schweißbänder und am Arm halt auch noch so ein kleines Schweißbändchen. Ja, sowas. Das war bei uns der Shit, verstehst du? Aber Zeiten ändern sich, die Mode ändert sich, verstehst du? Baggy ist auch nicht mehr angesagt, die Leute wollen jetzt nur noch enge Sachen. Ja, darf jeder machen, tragen, wie er möchte. Red ich keinem rein. Jeder hat seinen eigenen Geschmack. Ist auch gut so. Ist nur meine Meinung zu der ganzen Thematik. Also, Feedback geben. Eure Meinung. Mich würde es wirklich sehr interessieren, wie ihr das seht. Und ansonsten sage ich vielen Dank fürs Zuschauen. Vielen Dank an Dankshop. Wie gesagt, checkt unten in die Videobeschreibung, ist der Link verlinkt zu Dankshop. Gönnt euch was Feines. Faire Preise, geile Produkte. Shop ist auch hammergeil in Wien. Den anderen in Wels muss ich noch besuchen. Serbien auch vielleicht eines Tages. Und ja, das war's jetzt wirklich. Vielen Dank fürs Zuschauen. Euer Mr. Mike. Mr. Mike Production.